Schönen Morgen von unserer Seite. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Machine Learning. Mein Name ist Boris Michel. Ich bin im Pre-Sales im Data Science Kompetenzzentrum unterwegs und in der Regel mit meinem Kollegen Björn Heinen. Morgen, mein Name ist Björn Heinen. Ich bin Data Scientist in Inform, bin hier sowohl interner als auch externer Consultant. Genau. Mit meinem Björn Heiden unterwegs, um unterschiedlichste Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Transformation bzw. auf dem Weg zur künstlichen Intelligenz zu begleiten. Heute geht es uns ein bisschen darum, Sie zum Thema Machine Learning abzuholen, ein wenig über den Begriff zu sprechen, die unterschiedlichen Methoden, die dabei angewendet werden und natürlich auch, was das für Sie konkret bedeuten kann. Also, den Begriff Machine Learning hört man ja sehr, sehr häufig, was dabei aber, glaube ich, vielen Menschen vielleicht nur am Rande klar ist oder nur eine relativ vage Vorstellung davon haben ist, was bedeutet das eigentlich? Genau. Um das vielleicht ein bisschen zu erklären, habe ich im Grunde genommen zwei Definitionen mitgebracht. Davon ist eine sehr gängige Definition, das ist die erste, die wir uns anschauen. Die habe ich auch schon in vielen anderen Vorträgen gehört, deswegen nehme ich die jetzt einmal mit auf, einfach nur um darauf einzugehen. Die zweite Definition ist eher die ich nehmen würde. Fangen wir aber erstmal mit der ersten an. Die erste stellt quasi einen Kontrast zur traditionellen Programmierung auf. Also in der traditionellen Programmierung ist es so, ich habe ein Programm, das wird irgendwann mal ein Informatiker oder ein Programmierer sonst wie geschrieben, und in das Programm stecke ich meine Daten rein. Der Computer wertet dann die Daten im Programm aus und hinten raus kommt ein Resultat. So. Das ist das, wie es schon seit ein paar Jahrzehnten funktioniert, auch in der Industrie. Das ist das, wie wir es kennen. Beim Machine Learning allerdings funktioniert das Ganze jetzt ein kleines bisschen anders. Beim Machine Learning ist es so, wir haben die Daten und die Resultate, und was der Computer dann macht, ist quasi einen Zusammenhang zwischen diesen Daten und Resultaten automatisiert zu berechnen, sodass er quasi daraus das Programm schreibt. So. Das ist meiner Wahrnehmung nach eine etwas sperrige Definition. Was ich persönlich ein bisschen greifbarer finde und wo auch der Rest quasi der Präsentation oder des Webinars ein bisschen drauf abzielt, ist die folgende Definition. Machine Learning ist dann, wenn der Computer eigenständig lernt, aus Daten Entscheidungen abzuleiten. Okay, also das ist im Prinzip so, wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, dass wenn ich mir das jetzt beispielsweise mit einem Taschenrechner vorstelle, bin ich ja heute da und gebe ein, 3 plus 3 ist gleich. Und dann warte ich darauf, dass mir der Taschenrechner die Antwort zurückgibt. Und hier in dem System würde ich jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, ich verstehe, ich habe die Eingaben 3 und 3 und ich habe das Ergebnis 6, aber ich möchte gerne irgendwie den systematischen Zusammenhang zwischen diesen Informationen herstellen. Und dann würde mir dieses System dann im Prinzip die Antwort geben, was der rechnerische Zusammenhang zwischen den einen Ergebnissen und dem, oder zwischen dem Input und den Ergebnissen ist. Ja, ganz genau. Also es ist so, ich bekomme halt eben nicht nur einmal die 3, einmal die 3 und dann einmal die 6, sondern ich bekomme aus der Vergangenheit, habe ich ganz häufig beobachtet, wie zum Beispiel die Resultate sind. Das heißt, ich habe ganz häufig beobachtet, 3 plus 3 ist 6 oder 2 plus 4 ist auch 6 oder 2 plus 8 ist 10. Das heißt, ich habe das in der Vergangenheit sehr häufig beobachtet, und über die Historie kann ich dann einen Zusammenhang zwischen dem Input und dem Output herstellen. Okay, das heißt, es gibt im Machine Learning, brauche ich immer eine Eingabemenge an Daten, aber ich muss dann auch immer wissen, was die Ergebnisse davon sind. Ja, nicht immer. Das ist ein Teilbereich des Machine Learnings, und zwar das sogenannte Supervised Machine Learning. Es gibt noch einen zweiten Bereich, da würde ich aber eher später drauf kommen. Okay, das heißt, Supervised Machine Learning heißt, ich weiß, was ich reingebe und was dann am Ende dabei rauskommen soll. Genau. Wo wendet man das dann normalerweise an? Genau, da habe ich tatsächlich einfach mal ein Beispiel zu mitgebracht. Und zwar ein Beispiel hier aus dem Informhaus. Und zwar haben wir einen Geschäftsbereich, der sich mit Risk and Fraud auseinandersetzt. Bei denen geht es im Grunde genommen nur darum, Systeme auf die Beine zu stellen, die Betrug erkennen. Entweder in Kreditkartentransaktionen zum Beispiel oder auch hier in dem Beispiel im E-Commerce, das heißt in einem Online-Shop. Traditionell wird das so gemacht, dass es recht gut bezahlte Leute gibt, die sich da hinsetzen und dann wirklich manuell Regeln schreiben. Ein ganz klassisches Beispiel bei den Kreditkartentransaktionen ist, wenn ich jetzt gerade in Deutschland eine Kreditkartenabhebung vornehme am Automaten und das Gleiche dann in 10 Minuten dann auch noch in Thailand versuche, dann kann ich physikalisch die Distanz gar nicht so schnell zurückgelegt haben. Und dann wird diese Transaktion gesperrt. Das haben Sie sicherlich alle schon mal mitgemacht, wenn Sie versucht haben, eine Kreditkartentransaktion durchzuführen, dass die geblockt wurde. Das ist eines von diesen Sicherheitssystemen, das im Hintergrund ansteckt, wo irgendeine Regel getroffen wurde, die die Transaktion verbietet. So.
Okay, also das, um das jetzt nochmal auf dieses Taschenrechnerbeispiel zu bringen, das wäre dann im Prinzip Einkaufen in Deutschland und Einkaufen in Amerika ist mein 3 und mein 3 und das betrug ja, nein, das wäre dann im Prinzip die 6 und dann hätte ich ein System, was mir das dann entsprechend irgendwie versucht, mathematisch aufzulösen. Ja, ganz genau. Also das, was ich jetzt gerade bis jetzt beschrieben habe, dieses regelbasierte System, das, was die gut bezahlten Leute manuell machen, das ist das, wie es bis jetzt klassisch gemacht wurde. Aber das Problem ist, dass diese Bezugsmuster sich sehr, sehr häufig verändern. Und was man deswegen macht, ist an der Stelle eben Supervised Machine Learning, ganz genau gesagt Klassifikation. Und zwar, das ist jetzt genau das, was Sie angesprochen hat, nämlich wir... der Kollege und ich, wir duzen uns eigentlich. Ich habe ihn gerade irgendwie aus einem Reflex rausgesiezt. Also was wir, was dann ist, ist genau das, was du angesprochen hast. Wir haben in der Vergangenheit ganz, ganz häufig beobachtet, okay, weiß ich nicht, die ganzen Informationen, die wir halt haben über die Transaktion, also wann hat die Transaktion stattgefunden, wo hat die Transaktion stattgefunden und so weiter und so weiter. Und wir haben dann das Outcome, war das hinterher Betrug oder nicht? So, jetzt haben wir gerade über Kreditkartentransaktionen gesprochen. Das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist ist ein Online-Shop, wo im Grunde nur das Gleiche passiert. Das heißt, die Leute kaufen sich zum Beispiel Handys im Online-Shop, das ist ein Beispiel aus dem Telekommunikationsbereich, und hinterher bezahlen sie die Rechnung für das Handy oder nicht. So, und einmal, um das visuell quasi darzustellen, was dann bei der Klassifikation passiert, habe ich das mal mit zwei von den Informationen, die wir da haben könnten, exemplarisch dargestellt. Und zwar haben wir hier auf der einen Achse, auf der einen Dimension, haben wir den Basket Value, also wie viel Euro sind im aktuellen Warenkorb. Und auf der anderen Achse habe ich jetzt mal ein bisschen plakativ die Anzahl Schufa-Einträge dargestellt. Und wenn man sich dann die ganzen Transaktionen aus der Vergangenheit anschaut, das nennt man Trainingsdatensatz beziehungsweise Training Data auf Englisch, dann sehen wir, okay, die Leute, die etwas weniger im Basket haben und halt auch etwas weniger Schufa-Einträge haben, bei denen ist es im Allgemeinen kein Betrug, ja, die bezahlen ihre Rechnungen immer. Und bei den Leuten, die häufig Schufa-Einträge haben beziehungsweise recht viel versuchen einzukaufen, bei denen ist das eher Betrug. Und was jetzt beim Supervised Machine Learning passiert, ist eigentlich relativ simpel. Wir versuchen einfach, die einen Datenpunkte von den anderen zu trennen in unserem Trainingsdatensatz. Ja? Wir versuchen einfach nur, eine dieser Entscheidungstrennlinien zu berechnen. Das ist das mathematische Modell, was berechnet wird. Und hinterher ist das dann auch tatsächlich das Modell, das wir einsetzen. Das ist das Einzige, was aus dem Machine Learning-Prozess übrig bleibt. Sodass, wenn wir das im Live-Betrieb einsetzen. Das heißt, wenn jetzt gerade jemand, nachdem wir das Machine Learning-Modell antrainiert haben, im Online-Shop ist und versucht einzukaufen, dann schauen wir, okay, wie viel Schufa-Einträge hat er und wie viel liegt gerade in dessen Warenkorb. Das messen wir und dann schauen wir ganz einfach, auf welcher Seite dieser Entscheidungstrennlinie ist er, und hier in dem Fall wäre er aller Wahrscheinlichkeit nach Betrug. So. Jetzt muss man dazu sagen, das Beispiel habe ich jetzt extrem plakativ gewählt. In Wirklichkeit kennen wir die Schufa-Einträge nicht. In Wirklichkeit haben wir auch vor allen Dingen nicht alle Nullen ganz bequem auf der einen Seite und alle Einsen ganz auf der anderen Seite und können das mit einer geraden Linie trennen. In Wirklichkeit ist das sehr, sehr viel komplizierter. In Wirklichkeit sehen die Datensätze eher so aus, dass die Punkte ineinander vermischt werden, dass die Trennlinien eben nicht, also dass quasi der Unterschied zwischen Rot und Blau eben nicht einfach eine gerade lineare Ebene ist, sondern dass das wirklich Kreise sind, dass das ganz komplizierte Trennfunktionen sind, die sehr viel differenzierter unterscheiden, aber vom grundsätzlichen Prinzip her ist das exakt gleich, was da passiert. Okay, also das heißt, dieses Modell, was mir aus diesem Machine Learning Prozess gebaut wird, das zeigt mir oder malt mir im Prinzip diese Karte auf. Und wenn ich später komme und setze einen Punkt auf die Karte, dann kann ich aufgrund dieses Modells entscheiden, okay, das ist wahrscheinlich Betrug oder kein Betrug. Also, weil wir reden ja dabei auch immer davon, dass so die Wahrscheinlichkeiten oder bestimmte Schätzwerte dann halt entsprechend mit diesen statistischen Modellen zusammenhängen. Exakt. Okay, cool. Das heißt, ich kann hingehen und nehme einfach mir Trainingsdatensätze aus der Vergangenheit, die mir entscheiden, wo ich dann im Prinzip so eine Art Schwarz-Weiß Klassifikation machen kann, halt entscheiden, okay, trifft etwas zu oder nicht. Mhm. Ja, okay, jetzt kenne ich aber eigentlich dieses ganze Vorhersagen und dieses in die Zukunft extrapolieren
eher so aus dem Bereich Trendlinien und so weiter. Was ist denn mit ähnlichen Beispielen, wo man auch sagen kann, okay, was ist denn, wenn ich einen zeitlichen Zusammenhang auflösen möchte? Ja, also zeitlicher Zusammenhang, ich glaube, das, worauf du raus willst, ist das Thema Regression. Das ist das zweite oder der zweite große Teilbereich im Supervised Machine Learning. Und zwar kann man nicht einfach nur klassifizieren, sondern man kann auch Regressionsfunktionen berechnen. Das kennen wir alle noch aus der Schule. 2x plus y ist gleich das Ziel, was wir eigentlich haben wollen. Auch da habe ich einfach mal einen Use Case mitgebracht, um das zu veranschaulichen. Und zwar aus einem anderen Geschäftsbereich, den wir haben, und zwar dem Aviation-Geschäftsbereich. Der Aviation-Geschäftsbereich bei uns entwickelt Software zur Flughafenlogistik. Ja? Also das heißt ganz konkret, was passiert auf meinem Boden, welches Flugzeug steht wann wo, welcher Tanktruck fährt wann von wo nach wo und betankt wie lange mein Flugzeug und so weiter und so weiter. Das Problem für den Aviation-Geschäftsbereich ist allerdings, dass die extrem von Schätzwerten abhängen. Das heißt zum Beispiel, es ist ein Schätzwert dafür hinterlegt, wie lange das Betanken eines Flugzeugs dauert oder wie lange die Boardingzeit vor allen Dingen dauert. Die sind mit recht simplen Formeln oder streckenweise sogar ganz einfach nur mit einer flachen, einfachen Zahl hinterlegt, was aber natürlich der Wirklichkeit nicht ganz entspricht. Also wenn ich 10 Passagiere in mein Flugzeug versuche reinzubekommen, dann geht die Boardingzeit natürlich dramatisch schneller, als wenn ich 300 Passagiere versuche in mein Flugzeug reinzubekommen. Und das ist ein Problem für den Geschäftsbereich, weil im Moment wird ganz einfach nur mit Schätzwerten geplant, und je schlechter die Schätzwerte geschätzt wurden, desto schlechter ist natürlich dann auch die Planung. Und was man da machen kann, ist auch ganz einfach mit Machine Learning da reingreifen und sich in der Vergangenheit anschauen, okay, wie lange haben denn die Prozesse in der Vergangenheit wirklich gedauert? Weil das sind Informationen, die wir haben. Okay, also das ist jetzt ein relativ cooles Beispiel mit den Flugzeugen oder mit der Boardingzeit und so weiter, weil ich glaube, da können wir uns alle relativ gut reinversetzen. Aber das, was du jetzt gerade sagst, ist ja im Prinzip so eine, oder beschreibt es ja so eine Dissonanz zwischen erhobenen Gesetzen, Stammdaten und tatsächlichen Werten, die ja oft von vielen anderen Parametern abhängen. Ja, wenn wir uns das jetzt heute überlegen, haben wir ja beispielsweise auch ein ERP-System, wenn wir jetzt in einem fertigen Unternehmen sind, und dann haben wir solche Sachen wie Wiederbeschaffungszeiten für Materialien. Also ich lege fest, wenn ich bei einem bestimmten Lieferanten einen bestimmten Artikel oder ein bestimmtes Material kaufe, dann dauert das in Tage, bis das eintritt. Ja, genauso wäre auch sowas wie, wenn ich auf einer bestimmten Ressource oder auf einer bestimmten Maschine einen bestimmten Arbeitsgang durchführe, dann dauert der in normalerweise so und so lang. Ja, oder vielleicht auch was aus der Logistik. Ja, wenn ich von A nach B fahre und dabei ein bestimmtes Fahrzeug verwende, dann braucht das eine bestimmte Zeit. Ja. Ja, das sind ja im Prinzip immer nur Werte, die ich einlege und wo ich halt immer auch so ein bisschen an einen Tod sterben muss, weil ich kann halt in meinem ERP-System auch immer nur oder in der Regel nur einen Durchschnittswert setzen, für die Elemente, die ich dann auch pflegen möchte. Das heißt, das wäre ja zum Beispiel jetzt auch Wege, die man damit dann etwas verbessern könnte oder Dinge, die man damit verbessern könnte? Ja, alles ganz hervorragende Beispiele dafür gewesen, tatsächlich. Also bleiben wir zum Beispiel mal mit dem Thema Wiederbeschaffungszeiten. Da ist es ja so, der Lieferant oder sagen wir mal im ERP steht ein Wert, wenn ich jetzt bestellen würde, dann dauert es 12 Tage, bis das ankommt. Das ist allerdings pro Material gepflegt, was natürlich bei weitem nicht die Komplexität der Wirklichkeit abdeckt. Zum Beispiel die Frage, sind da Feiertage in der Mitte? Habe ich eventuell schon 100 Bestellungen bei dem einen Lieferanten offen und der ist eigentlich total überfordert oder? Das sind alles Informationen, die man in die Vorhersage mit einfließen kann, die man berücksichtigen kann und vor allen Dingen, die man aber auch aus der Vergangenheit beobachten und dann dementsprechend Ableitungen daraus treffen kann. Also ich habe das einmal noch vielleicht ganz kurz für das Aviation-Beispiel habe ich das einmal kurz skizziert, wie das letzten Endes funktioniert. Wir haben in der Vergangenheit ganz einfach beobachtet, okay, wir haben zum Beispiel die Anzahl Passagiere gehabt, dann hat es so lange gedauert, die Boardingzeit ganz konkret. Oder hier zum Beispiel hatten wir auch ein Flugzeug, was geboardet wurde, und was man dann daraus berechnen kann, ist ganz einfach diese Regressionsfunktion. Das ist, wie wir es aus der Schule kennen, nur nicht millinear, sondern mit einer schönen Kurve, weil ist halt eher exponentiell ansteigend. Und was dann letzten Endes übrig bleibt, ist das hier. So, was jetzt ganz wichtig ist, in dem Beispiel habe ich nur die Anzahl Passagiere berücksichtigt. Ein echtes Regressionsmodell allerdings, oder ein echter Regressor, den man mit Machine Learning berücksichtigt, ausrechnet, der berücksichtigt viel, viel mehr. Der berücksichtigt alle Informationen, die man hat, zum Beispiel bei dem Thema Wiederbeschaffungszeiten, welcher Lieferant, welches Material, wie viele Feiertage, wie ist das in der Vergangenheit abgelaufen und so weiter und so weiter. Wie ist die Kritizität? Also wir haben extrem viele Informationen,
die auch durchaus Einfluss darauf haben, wie lange die Wiederbeschaffungszeit ist oder hier zum Beispiel, wie lange die Boardingzeit ist. Die Anzahl Passagiere ist sicherlich nicht die einzige Kennzahl, die man da berücksichtigen kann oder könnte. Da fließen noch ganz viele andere Faktoren ein. Okay, das bedeutet, wenn du so ein Modell erstellst, dann, wenn man jetzt beispielsweise auch mal wieder Fahrzeiten nehmen möchte, dann würdest du so Sachen reinwerfen wie Tageszeit, Verkehr, Wetter, ob der Fahrer ein Brötchen fallen lassen hat und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die dann mit in der Betrachtung und der Erstellung dieses statistischen oder mathematischen Modells mit einbezogen werden, um halt ein möglichst präzises Modell zu bekommen. Ist es da so, dass man je mehr Informationen man reinschüttet, desto besser? Oder? Im Allgemeinen ja. Also wenn man einen Data Scientist fragt, wie viel Daten er haben möchte, dann ist die Antwort immer so viel wie irgend möglich. Es ist so, wenn man simple Probleme hat, die, wie jetzt eben zum Beispiel auf dem Beispiel ganz gut zu sehen war, die linear teilbar sind, wo man einfach nur einen geraden Strich irgendwo durchziehen muss, dann kann man das mit etwas weniger Daten machen. Wenn man wirklich komplexe Prozesse hat, die wirklich von ganz vielen Faktoren und Parametern abhängen, dann braucht man natürlich dafür mehr Daten. Das ist immer so ein bisschen Use Case abhängig. Okay, verstehe. So, was wir dann letzten Endes damit machen, wenn wir das Modell haben, ist für zum Beispiel für jede Bestellung oder um bei unserem Flughafenbeispiel zu bleiben, für jedes Flugzeug, das dann geboardet wird, machen wir dann eine Vorhersage. Wir haben nicht mehr diesen einen Durchschnittswert, der irgendwann mal berechnet wurde, sondern wir sagen, okay, das Flugzeug gerade, wie viele Passagiere sind da drin? Dann schauen wir in unserer Regressionsfunktion nach, ganz einfach, okay, was rechnen wir, was die Boardingzeit ist? Und so können wir für jedes Flugzeug, für jedes Boarding eine etwas präzisere Zeit vorhersagen. Okay, cool, verstehe. Also das sind jetzt zwei Mechanismen, einmal Klassifikation und einmal Regression, mit denen ich, wenn ich Ergebnisse habe und Parameter oder Features, wie du die nennst, in das System reinwerfe, dann entsprechend ein mathematisches Modell bekomme, was mir im Prinzip den Zusammenhang zwischen dem einen, also zwischen den Ergebnissen und den Dingen, die ich reingeworfen habe, herstellt. Das kann einmal so eine Extrapolation sein, sage ich jetzt einfach mal in meinem gefährlichen Halbwissen, die mir sagt, okay, wenn ich jetzt andere Werte hätte, die ich auf meine X-Achse lege, dann wäre der Y-Wert wahrscheinlich so und so skalieren. Und das andere ist im Prinzip eine binäre Entscheidungsgrenze, wo ich sage, okay, wenn irgendetwas links von dieser Linie ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu der einen Gruppe gehört. Und wenn der Punkt rechts von der Linie ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er zu der anderen Gruppe gehört. Korrekt. Okay, jetzt habe ich ja aber oft auch den Fall, dass ich in meinen Prozessen vielleicht die Ergebnisse nicht kenne. Ja, das heißt, ich habe irgendwie einen Haufen Daten, die ich in meinem Unternehmen sammle. Ja, das können Maschinendaten sein, das können irgendwelche Sensordaten sein oder sonst irgendwas, ja, was halt so zusammenkommt heutzutage, habe ich auch noch Möglichkeiten, jetzt damit Machine Learning Modelle zu bauen? Ja, also wie wir eingangs ja schon mal kurz angesprochen hatten, wir haben bis jetzt über das Thema Supervised Machine Learning gesprochen. Das heißt, ich kenne aus der Vergangenheit die Ist-Werte sozusagen. Es gibt ein Gegenstück dazu im Machine Learning, das ist ein ganz großer Teilbereich, der heißt Unsupervised Machine Learning. Unsupervised Machine Learning, vielleicht ist es am besten, wenn wir direkt mit einem Beispiel anfangen, weil das ist abstrakt immer schwer zu erklären und am Beispiel wird es relativ schnell klar. Ich habe dann nochmal ein Beispiel aus dem Risk and Fraud-Bereich mitgebracht. Und zwar, diesmal sind es tatsächlich die Kreditkartentransaktionen, von denen ich eben schon gesprochen hatte. Die Herausforderung allerdings bei den Kreditkartentransaktionen ist, dass wir nicht unbedingt wissen, ob die Leute hinterher tatsächlich oder ob eine Transaktion tatsächlich betrügerisch war oder nicht. Oft fallen die einfach gar nicht erst auf, weil wenn man, weiß ich nicht, Dutzende von Kreditkartentransaktionen auf seinem Abzug stehen hat, dann kann es schon mal sein, dass die 10 Euro betrügerische Transaktion in der Mitte einfach nicht auffällt. Gleichzeitig ist es so, dass die betrügerischen Transaktionen oft viel, viel, viel später erst bekannt werden. Das heißt, nach 2 Monaten guckt irgendjemand auf seine Auszüge, denkt sich, oha, das habe ich ja gar nicht gemacht und ruft dann erst bei der Bank an. In der Zwischenzeit wären wir aber im Supervised Machine Learning davon ausgegangen, dass das keine betrügerische Transaktion ist, was natürlich unser Ergebnis verfälschen würde. Was wir deswegen machen, ist Unsupervised Machine Learning, konkret Outlier Detection. Outlier Detection funktioniert wie folgt. Ich habe meinen Datensatz und ich suche nach
Punkten in dem Datensatz, die sich nicht verhalten wie alle anderen Punkte. Ich habe jetzt mal für das Kreditkartenbeispiel einfach relativ intuitive Dimensionen wieder mitgebracht, beziehungsweise Features. Und zwar einmal die Anzahl Transaktionen und einmal die Summe des abgebuchten Geldes. Und dann sehen wir, es gibt einen großen Pulk von Transaktionen, die sich alle irgendwie relativ ähnlich verhalten. Es gibt zwar Leute, die buchen etwas mehr in etwas weniger Transaktionen ab und es gibt Leute, die buchen etwas weniger in etwas mehr Transaktionen ab. Aber was sofort auffällt, ist, wir haben hier eine Transaktion, die sich so überhaupt gar nicht verhält wie die anderen Transaktionen. Und das ist im Grunde genommen das, was man im unsupervised Machine Learning macht. Sie werden sehen, hier sind gerade keine Nullen und Einsen mehr, weil wir eben nicht mehr unbedingt wissen, welche Transaktion betrügerisch war oder nicht. Wir versuchen das anstatt dessen eher über statistische Auffälligkeiten zu erfassen. Okay, also um das jetzt nochmal, weil wir hatten ja am Anfang im Prinzip eigentlich das gleiche Beispiel damit in Zusammenhang zu bringen ist, wenn ich diese Klassifikation, also dieses Supervised Machine Learning machen will, dann muss ich eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Kreditkartenabrechnung rausschicke, meine Kunden anrufen und fragen, ob jede einzelne dieser Transaktionen Betrug war oder nicht. Und dann habe ich meine Ergebnisse. Und das hier würde ich jetzt benutzen, um beispielsweise hinzugehen und zu sagen, weil ich genau das ja nicht machen will, kann, sollte, ja, und nehme einfach alle Transaktionen, die gelaufen sind und schaue einfach, welche irgendwie komisch aussehen. Um es jetzt mal in Laienworten zu sprechen. Ne, ist korrekt, ja. Okay. Und wenn die komisch aussehen, dann kann ich aber jetzt auf Grundlage dessen auch schon Entscheidungen treffen, weil ich sage, okay, normalerweise verhält sich mein Objekt oder mein Kunde so, und jetzt macht er irgendwas Komisches oder was anders ist als sonst. Und das wäre dann im Prinzip diese Outlier Detection. Ja, ganz genau. Gibt es noch andere Beispiele, außer jetzt diese Kreditkartentransaktionen auf dir spontan einfallen, wo das auch interessant sein könnte? Ja, ich habe natürlich dafür ein Beispiel mitgebracht, das sind wir auf der nächsten Folie. Und zwar ist das ein Beispiel von einem Chemiepark, den wir betreuen. Es geht hier um im zweiten Schritt um Kausalitätsanalyse, im ersten Schritt aber erstmal um das, worüber wir hier eigentlich reden, nämlich Anomaliedetektion. Was ist deren Problem? Deren Problem ist, die haben ganz, ganz viele, also die betreiben einen großen Chemiepark und der Chemiepark selbst bietet Infrastruktur an. Ne? Das heißt, ich bin ein Unternehmen, ich gehe in diesen Industriepark und kaufe dem Industriepark Wasser, Dampf, Elektrizität und Ähnliches ab. Viel wichtiger ist allerdings, dass der Industriepark mir auch Infrastruktur dafür zur Verfügung stellt, mein toxisches Abwasser abzuleiten. Das heißt, es gibt eine große Kanalisation für jedes Unternehmen, gibt es irgendeinen Kanal, der führt in den Hauptkanal und der Hauptkanal führt in eine sehr große, sehr teure Kläranlage. So, die Kläranlage ist sehr viel komplexer als das, was normalerweise hinter Stecken hängt, weil natürlich ganz viel kompliziertere Chemikalien geklärt werden müssen. Dementsprechend ist es auch deutlich teurer, die quasi nochmal neu aufzusetzen, wenn sie kaputt geht, beziehungsweise wenn sie kippt. In unserem konkreten Beispiel würde es 9 Monate dauern, die nochmal auf die Beine zu stellen, was natürlich ein absoluter Super-GAU wäre, weil der komplette Industriepark in der Mitte oder in der Zwischenzeit halt einfach stillstehen würde. So, deswegen interessiert es den Betreiber, und zwar auf allen Ebenen, sei das jetzt tatsächlich den direkten Verantwortlichen für die Kläranlage oder auch den Umweltschutz oder, interessiert ihn natürlich, läuft gerade bei allen Unternehmen in meinem Chemiepark alles nach Plan quasi, läuft das so, wie es immer läuft, oder brennt da gerade bei irgendeinem die Hütte? Das Spannende ist, dass wir einige wenige Input-Parameter oder eigentlich jede Menge Input-Parameter für jedes Unternehmen im Industriepark haben. Das heißt, wir wissen nicht nur zu jedem gegebenen Zeitpunkt, wie viel Strom die abnehmen, wie viel Wasser die abnehmen, wie viel Dampf die abnehmen, sondern wir haben auch einen Probenehmer, der guckt zum Beispiel, wie viel Abwasser wird gerade in die Kanalisation gepumpt, welche Temperatur hat das Abwasser und so weiter und so weiter. Und was wir dann machen, ist im Grunde genommen etwas Ähnliches wie gerade. Das heißt, in dem Fall Anomaly Detection ist ganz, ganz eng verwandt mit der Outlier Detection, nur dass wir hier über die zeitliche Komponente gucken. Wir schauen uns hier in dem konkreten Fall einfach den pH-Wert von Abwasser an. Und dann sehen wir, okay, das verhält sich relativ lange relativ gleich und dann haben wir plötzlich dieses große Peak drin. Und dieses große Peak ist diese Anomalie, die wir automatisch erkennen. Wenn wir dann ein solches Peak erkennen, dann können wir einen entsprechenden Alarm triggern und dann kann jemand zum Beispiel vom Umweltschutz da vorbeifahren und mal nachgucken, ob da vielleicht gerade weltunter ist sozusagen. Okay, das heißt, wir monitoren eigentlich in Echtzeit im Prinzip
bestimmte Messwerte und vergleichen die gegen das übliche Verhalten. Also vorhin hatten wir ja Menschen, die irgendwie sich erratisch irgendwie verhalten, und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, dass dieser Einkauf ist jetzt gerade irgendwie Mist. Aber hier würden wir jetzt hingehen und sagen, pass auf, da läuft gerade irgendwie jetzt beispielsweise der pH-Wert aus dem Ruder. Deswegen glaube ich, dass hier gerade irgendwas in die Hose geht, und dann kann ich entweder einen Alarm senden, jemanden sagen, hey, pass auf, da geht was schief. Und so weiter. Ja. Ist das, sowas könnte ich dann aber auch beispielsweise benutzen, wenn ich einen großen Maschinenpark habe, wo ich halt als Industrie 4.0 getriebenes Unternehmen in Deutschland in 2019 natürlich auch schon vollständig automatisiert unterwegs bin und keiner mehr auch irgendwo nur ansatzweise an der Ressource steht, hingehen und sagen, okay, pass auf, ich merke jetzt, dass irgendwo die Stromabnahme größer wird, als das sein müsste, und dann hätte ich könnte ich da dann im Prinzip hingehen und sagen, okay, pass auf, ich glaube, da ist bei einer Pumpe beispielsweise, steigt die Fördermenge natürlich, oder eine Maschine, weil der Roboterarm sich irgendwie verkeilt hat oder sowas, versucht hart den Servo anzusprechen, und dann geht da was schief. Aber auch abstrakter mit Dingen, die halt nicht in der realen Welt irgendwelche Objekte haben, sondern beispielsweise einfach Transaktionen in Computersystemen oder irgendwelche anderen Werte. Solange halt nur Messdaten da sind, die über einen historischen Zeitraum erhoben werden, kann ich solche unsupervised Algorithmen verwenden, um so Anomalieerkennung zu machen. Ja. Korrekt, genau. Also okay. Das Schöne von Machine Learning Modellen ist, die brauchen nur Zahlen. Das muss keinen direkten Bezug zur Wirklichkeit haben, sondern das muss ganz einfach nur ein konsistentes, auch sauberes Datenformat sein, was man dem Algorithmus füttern kann. Und dann ist es vollkommen egal, ob das jetzt Sensorwerte sind, ob das irgendwelche Pumpenwerte sind oder sonst was. Es funktioniert, ja. Okay, spannend. Okay, das heißt, jetzt haben wir dann im Prinzip einfach nur Daten reingeschüttet. Ja, wir hatten die Vermutung, okay, da steckt irgendwas drin, da steckt operationeller Mehrwert drin, ohne dass wir tatsächlich irgendwie einen Zusammenhang erkennen wollen zwischen Datenpunkten. Mhm. Also jetzt zwischen Datenpunkten auf einer Seite und Datenpunkten auf der anderen Seite. Also ich will jetzt wieder auf diese Eingabewerte und Ergebnisse raus, weil natürlich stellen wir Zusammenhänge zwischen Datenpunkten her. Aber jetzt haben wir im Prinzip einfach nur Algorithmen auf den Sack Daten losgelassen, und die haben uns im Prinzip ein Ergebnis geliefert, mit dem wir dann irgendwie was machen können. Ja, das heißt, das wäre jetzt dann im Prinzip dieses Unsupervised, heißt nicht, dass ich nicht aufpassen muss, während der Algorithmus läuft, sondern das heißt einfach nur, man kennt das Ergebnis vorher nicht, und er sagt mir dann im Prinzip, bietet er mir ein statistisches Modell oder ein mathematisches Modell an, um bestimmt so eine Art jetzt Anomalie oder Outlier Detection zu machen beispielsweise. Genau, das ist aber nicht das Einzige, was es gibt. Okay. Also es gibt noch einen weiteren, also es gibt natürlich noch ganz viele Algorithmen, da könnte ich jetzt viele Stunden drüber reden, aber einer der bekannteren Algorithmen oder einer der bekannteren Algorithmenklassen ist das letzte oder einer der letzten Use Cases, die ich mitgebracht habe. Und zwar geht es da ums Clustering beziehungsweise um Kundensegmentierung. Das ist für Einzelhändler, also egal aus welcher Branche, egal ob das jetzt die Kleidungsindustrie oder sonst welche Industrie ist das Thema Kundensegmentierung extrem, extrem wichtig. Ich gehe einfach direkt zum grafischen Beispiel, weil es da mal wieder am besten klar wird. Sagen wir mal, ich habe in der Vergangenheit beobachtet, das sind alle Einkäufe, die bei mir jemals getätigt worden sind, beziehungsweise alle Kunden, die ich habe. Und für jeden Kunden sehe ich dann, okay, wie viele Einkäufe hat er bei mir getätigt? Und wie viel Geld hat er insgesamt bei mir gelassen, und sehe dann die Verteilung in meinen Daten. Dann ist es für zum Beispiel die Marketingabteilung, aber auch für alle anderen Abteilungen extrem spannend zu wissen, okay, welche Sorten von Kunden habe ich. Und es gibt sogenannte Clustering-Algorithmen, die sich die Daten anschauen und gucken, okay, welche Punkte gehören denn zusammen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir hier oben die Leute, die besonders häufig einkaufen und dabei auch noch relativ viel Geld liegen lassen, halt als die roten Punkte clustern, in ein Cluster stecken und alle anderen in ein anderes Cluster. Eine weitere Möglichkeit ist allerdings, dass wir uns anschauen, okay, wir haben hier unten nochmal eine Art Teilcluster, die deutlich dichter ist, wo ich viele, viele, viele Kunden habe, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich verhalten. Da gibt es Algorithmen, die das explizit rausfinden. Und das ist im Allgemeinen ganz spannend, sich das anzugucken, weil es wird irgendeinen Grund dafür geben, dass ich hier unten so eine starke Ansammlung habe von ganz vielen Leuten, die sich extrem ähnlich verhalten. Und wenn ich mir das anschaue, dann generiere ich im Allgemeinen Insights, die für das ganze Unternehmen sehr, sehr wertvoll sind. Okay, das heißt, hier habe ich jetzt dann im Prinzip genau den gleichen Ansatz eigentlich. Ich werfe einfach einen Haufen Daten rein und lasse mal einen Algorithmus schauen, was er für Zusammenhänge innerhalb dieser Daten erkennen kann. Korrekt.
Korrekt. Dabei entstehen dann unterschiedliche Segmentierungen oder Cluster. Mhm. Ja? Und das heißt, mein operativer Wert wäre jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe hier bestimmte Kunden, die verhalten sich ähnlich. Ja, jetzt nicht merkwürdig, sondern einfach nur ähnlich. Und dann kann ich auch schauen, welche Eigenschaften die haben. Ja, und auch vielleicht auch, wie sie sich unterscheiden und oder also welche Unterschiede es dennoch gibt innerhalb dieser Cluster und dann halt zu versuchen, eine Art Homogenisierung zu erzeugen, aber dann beispielsweise auch gezielte Marketingmaßnahmen zu machen. Ja, genau. Man schaut sich im Grunde genommen an, okay, was vereint diese Leute, was macht sie so ähnlich, ja, in welchem Punkt verhalten sie sich alle gleich, aber auch, was unterscheidet sie untereinander oder auch, was unterscheidet sie von den anderen Clustern. Okay. Vor allen Dingen der letzte Punkt ist ganz, ganz wichtig, wenn ich weiß, was meine eine Kundengruppe von der anderen Kundengruppe unterscheidet, dann ist es im Allgemeinen pures Gold für alle Beteiligten. Ja, okay. Gibt es noch andere Beispiele, wo das Clustering relevant wäre? Ja, ganz viele Beispiele. Ich habe zum Beispiel einmal mit einem Maschinenbauer gesprochen, der hatte das Problem, dass er tausende von unterschiedlichen Werkzeugen herstellt und die nicht wirklich ordentlich katalogisiert hat. Und er hat gesagt, okay, wir wissen extrem viel darüber, was für Werkzeuge wir da haben. Also wir wissen zum Beispiel, welche Materialfestigkeit haben die, welche geometrischen Eigenschaften haben die und alles drum und dran. Das ist alles in der Datenbank weggespeichert. Aber welche Gruppen quasi von Werkzeugen ich da habe, das ist bei uns mal versuchsweise dokumentiert worden, aber das passiert nicht automatisiert und dadurch, dass es nicht automatisiert passiert, passiert es halt einfach gar nicht. Und da kann man halt auch mit Clustering super gut rangehen und sagen, okay, welche meiner Werkzeuggruppen, also was für Werkzeuggruppen habe ich und was macht die gleich oder auch eben nicht. Gut, das heißt, wir können wieder auch Machine Learning nehmen, um beispielsweise unsere Stammdatenqualität zu steigern. Ja? Ja. Das ist so ein bisschen auch eigentlich gefühlt, die Katze beißt sich selbst ein bisschen in den Schwanz, ja? Weil man normalerweise ja im Prinzip davon ausgehen würde, ich brauche unglaublich gute Stammdaten, damit ich, oder unglaublich gute Daten, damit ich diese Modelle überhaupt bauen kann, aber ich kann das natürlich auch ein bisschen rekursiv betreiben. Genau, also das ist da tatsächlich ein sehr vielschichtiger Punkt, den du ansprichst. Es ist so, bei dem Werkzeugbeispiel, das ich gerade gebracht habe, kann ich damit die Stammdatenqualität dramatisch verbessern, beziehungsweise ich kann die Informationen anreichern, die wir haben. Wenn wir allerdings zum Beispiel über den Chemiepark von eben reden, ist es so, es hängt ganz davon ab, an welcher Stelle es mit den Stammdaten hapert. Ein ganz konkretes Problem tatsächlich in dem Projekt, das wir hatten, war, dass die Sensorwerte streckenweise einfach nicht richtig waren, beziehungsweise nicht ordentlich gepflegt waren, weil man hat sich zu jeder wirklich ausführlichen Prüfung hat man sich damit auseinandergesetzt, dass die Sensorwerte stimmen und in der Mitte halt nicht. Und dann war es einfach schon mal so, dass man irgendwie über Tage und Wochen überhaupt gar keinen Sensorwert hatte oder der konstant war oder. Was natürlich was ist, was man mit Machine Learning nicht unbedingt reparieren kann. Man ist auch ein Stück weit immer darauf angewiesen, dass die Werte, die reinkommen, richtig und korrekt sind. Aber man kann durchaus viel auch für die Stammdatenqualität machen, je nachdem, auf welchem Level man gerade ist. Das ist eigentlich eine super gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, weil wir wollen ja heute auch ein bisschen drüber sprechen, was brauche ich eigentlich, um mit Machine Learning loszulegen. Ja, das klingt jetzt alles super cool. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, haben wir heute über zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Machine Learning zu betreiben. Korrigiere mich, wenn ich es falsch formuliere. Bei Machine Learning zu betreiben gesprochen. Nämlich unsupervised und supervised Machine Learning, während ich bei supervised Machine Learning die Ergebnisse kenne und die Parameter, die zu diesen Ergebnissen geführt haben und nur versuche, den Zusammenhang abzuleiten, bin ich bei unsupervised Machine Learning einfach nur mit einem Haufen Daten reingegangen und habe versucht, innerhalb dieser Daten Zusammenhänge oder Besonderheiten zu finden. Ja, ganz genau. Okay. Cool. So, und dann habe ich auf der Supervised-Seite die klassischen Prinzipien Klassifikation. Also entscheiden, ist ein Wert, gehört er zu einer Gruppe A oder zu einer Gruppe B und dann Regression. Also im Prinzip, ich erzeuge eine, ja, wenn man es jetzt mal blöd sagt, einfach nur eine Formel. Und da werfe ich X-Werte rein und dann kommt dabei ein Y raus, was ich nicht kenne. Ja. Ja, also ich lerne aus X und Y in der Vergangenheit und in Zukunft will ich dann unbekannte Y-Werte mit neuen X-Werten berechnen. Ja. Cool. So, und dann auf der Unsupervised-Seite hatten wir Clustering, also dann das Thema, wie segmentiere ich beispielsweise meine Gruppen oder wie kann ich unterschiedliche Gruppen formulieren, die heute vielleicht noch nicht existieren, mir aber helfen, in Zukunft meine Daten besser zu ordnen. Und auf der anderen Seite dann das Thema Outlier Detection, was wir jetzt dann relativ gut gesehen haben, also was dann das Thema angeht, irgendwelche besonderen Unstimmigkeiten zu finden, die vielleicht auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind. Okay. Ja, ganz genau. Gut.
Das heißt, wie fange ich eigentlich mit so einem Machine Learning Projekt an? Du hast es ja jetzt gerade eben schon mal angedeutet. Das wichtigste Thema in einem Machine Learning Projekt ist eigentlich die Frage, welche Daten habe ich? Mhm. Ja? Das heißt, jetzt hattest du ja vorhin schon mal gesagt, so ein Data Scientist, der sagt dann auch schon immer ganz blauäugig, so viele Daten wie möglich bitte. Ja, das heißt, wenn ich jetzt heutzutage einfach nur 6 Terabyte Daten in irgendeinem Data Warehouse liegen habe, kann ich damit loslegen? Nee. Das war eine Fangfrage. Nein, also es ist so, es müssen natürlich relevante Daten sein. Also es ist immer so ein kleines bisschen ein Trade-off, den man da gehen muss zwischen dem Aufwand, den man betreibt, um die Daten ordentlich wegzuspeichern, um die Daten verfügbar zu haben, um die Daten vor allen Dingen sinnvoll für weitere Analysen zu haben und quasi dann der Brauchbarkeit, die daraus resultiert. Okay, das heißt, die Daten, die ich habe und die Frage, die ich mir stelle, die müssen natürlich zusammenpassen. Ja, also das heißt, deswegen haben wir jetzt hier mal auch geschrieben, operative, repräsentative Daten. Was das bedeutet ist, die Daten, die ich jetzt in so einen Algorithmus oder in so ein Modell einfließen lasse, die müssen natürlich auch die Dinge, die ich tue, widerspiegeln. Ja, korrekt. Das heißt, es muss einen operativen oder es muss einen direkten Zusammenhang geben zwischen dem, was ich mache und dem, was gemessen wird. Ja. Das heißt, das wären dann Maschinendaten beispielsweise oder aus deinem Beispiel diese Abwasserdaten oder der pH-Wert und so weiter und so fort. Das steht ja im direkten Zusammenhang. Mhm. Ja. Das heißt aber, wenn ich jetzt sowas habe, wie ich versuche, aus meinen Vertriebskennzahlen auf meine Durchlaufzeiten in der Produktion zu schließen, dann ist das nicht unbedingt zielführend. Korrekt, ja. Okay. Gut, okay, jetzt sehen wir mal an, ich hab sowas, ja, also das setzt ja jetzt nicht voraus, dass ich zwangsläufig direkt einen digitalen Zwilling brauche. Ja, ich muss ja nur in irgendeiner Form zumindest irgendwie einen Zusammenhang zwischen den Daten und dem, was ich tue, geben. Ja, das ist dein Beispiel mit den Wiederbeschaffungszeiten. Da ging es ja wahrscheinlich auch nicht darum, dass man jetzt im Prinzip den kompletten Weg von so einem Material durchs ERP und dann über den Landweg wieder bei mir in die Fertigung trackt, sondern da wird ja nur erfasst, wann wurde die Bestellung ausgelöst, bei wem wurde die Bestellung ausgelöst, wann ist sie eingetroffen und so weiter. Also das heißt, wir müssen jetzt hier kein voll digitalisiertes, voll automatisiertes Unternehmen sein, um sowas machen zu können. Es reicht auch schon zumindest mal, Daten zu erfassen in einem gewissen Volumen. Ja. Der nächste Punkt, das hattest du ja vorhin auch schon mal angedeutet, auch wieder in diesem Beispiel. Ja, ja, vielleicht noch gerade als kleine Anekdote an den Punkt gerade anschließend. Ich habe letztens tatsächlich mit dem Maschinenbauer gesprochen. Das ist eine wahre Story, die jetzt kommt. Da ist Folgendes passiert. Die wollten im Grunde genommen das Thema Predictive Maintenance beziehungsweise auch da so ein bisschen Outlier-Analyse betreiben. Die wollten gucken, okay, läuft meine Maschine so, wie sie soll. Und das war eine recht moderne Maschine, die Daten ausspuckt, die recht viele Sensorik drin hat und auch relativ gut über ihren eigenen Zustand Bescheid weiß. Und es war aber ein mittelständisches deutsches Unternehmen, das dann gesagt hat, ja, die Ist-Werte, die haben wir auch für die Vergangenheit. Aber wie die für die Vergangenheit haben, ist, die haben sich nicht an die Datenschnittstelle der Maschine dran geklemmt, sondern die haben eine Kamera auf den Bildschirm gerichtet, auf dem die Datenwerte draufstanden, auf dem die aktuelle Sensorik draufstand und haben das halt aufgezeichnet für alle Ewigkeit. Das sind zwar relevante Daten, aber die sind natürlich nicht in einem verfügbaren Format. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Du hast noch keinen Bilderkennungsalgorithmus geschrieben. Alles klar. Okay, das heißt, wir brauchen nicht nur Daten, die müssen auch dann in der Struktur vorliegen, die wir verarbeiten können. Korrekt. Ja, schließt dann vielleicht an den zweiten Punkt an, das Thema Datenqualität. Kontinuierliche Daten, also das heißt, wenn ich jetzt wirklich jetzt so eine Regression machen möchte, über einen bestimmten Zeitraum, mein Trainingsset, hast du ja am Anfang mal gesagt, meine Trainingsdaten oder Übungsdaten, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, die müssen ja dann natürlich auch mehr oder weniger vollständig sein über einen gewissen Zeitraum, damit ich auch korrekt finden kann, um jetzt mal das nächste Mal vorzubereiten. Ja, nee, ganz genau. Das ist ja quasi das Beispiel, was ich gerade mit der Sensorik im Industriepark da gemeint habe. Wenn wir die Sensorwerte für die Vergangenheit haben, super. Wenn die mal irgendwo fehlen, auch kein Problem, aber sie dürfen halt nicht einfach über Wochen und über Monate gar nicht vorhanden sein oder halt einfach irgendwelche konstanten Werte ausspucken, die auf jeden Fall nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Okay. Das wäre jetzt dann auch im Prinzip das nächste, das Thema weitgehend fehlerfrei. Das heißt jetzt auch nicht, dass die Daten immer hundertprozentig korrekt und vollständig nachvollziehbar gemessen werden müssen, aber ich muss halt wissen, wann die Daten, die drin sind, Mist sind und genau. Ich muss auch einschätzen können, ob das, was jetzt darin steht, in meinem Data Warehouse oder in meinem Data Lake, halt entsprechend dem entspricht, was ich analysieren möchte. Oder zumindest, dass ich sagen kann, okay, dieser Outlier ist eigentlich kein Outlier, sondern ein Extremum aufgrund eines Messfehlers. Genau. Also solange das entweder recht selten ist oder sehr eindeutig identifizierbar ist, ist das immer kein Problem. Okay. Das heißt, Teil deiner Aufgabe ist jetzt auch, oder Teil einer Aufgabe eines Data Scientists oder Machine Learning Experten,
ist jetzt nicht nur das Thema, ich baue ein statistisches Modell, sondern ich setze mich auch mit den Daten auseinander, damit ich genau solche Outlier dann beispielsweise ausschließen kann. Ja, es ist tatsächlich der größere Teil der Aufgabe eines Data Scientists. Also das haben wir ja auf der nächsten Folie einmal sehr plakativ dargestellt. Wenn man so ein Data Science Projekt macht, also es hängt natürlich so ein kleines bisschen vom Projekt ab und davon, wie strukturiert die Kunden, Daten eventuell schon beim Kunden sind, aber der deutlich größere Teil von so einem Machine Learning oder Data Science Projekt ist immer die Datenaufbereitung. Das heißt, überhaupt erstmal die Daten aus den unterschiedlichen Teilsystemen bekommen, die verknüpfen, ist schon mal oft eine sehr große Aufgabe, vor allen Dingen bei größeren Unternehmen oder Konzernen ist das immer eine etwas größere Herausforderung. Die Daten zu filtern, zu cleanen, also wirklich diese ganzen Outlier, von denen du zum Beispiel eben gesprochen hast, da rauszuwerfen und die Daten dann quasi so flach zu klopfen und vorzubereiten, dass ein Machine Learning Algorithmus damit was anfangen kann, weil, wie ich eben auch schon gesagt habe, Machine Learning Algorithmen können halt mit Zahlen. Wenn ich dann da zum Beispiel Freitextfelder drinstehen habe, dann muss ich mir halt jedes Mal überlegen, okay, was mache ich denn zum Beispiel mit dem Freitextfeld? Wandle ich das auf die eine oder andere Form in eine Zahl um? Schmeiße ich das eventuell raus, weil das einfach keine Relevanz hat oder? Und erst wenn ich diesen kompletten Datenvorbereitungsteil gemacht habe und die Daten vielleicht auch noch angereichert habe, komme ich dann erst zum Machine Learning Teil des Projekts, wo ich dann tatsächlich irgendeinen Klassifikator-Algorithmus nehme und den auf das Problem draufwerfe. Okay, das heißt, dieses Thema Data Cleansing hast du ja gerade gesagt, das will ich nochmal kurz aufgreifen. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ne? Weil manchmal musst du ja dann auch gucken, dass die Daten, die du versuchst zu arbeiten, dass du nicht zu viel weg wird. Also wie entscheidest du denn, welche Daten relevant sind und welche? Von Fall zu Fall unterschiedlich. Es ist wirklich eine Fall-zu-Fall-Unterscheidung. Ganz konkretes Beispiel, als ich das Wiederbeschaffungszeitenprojekt gemacht habe, waren wir bei einem größeren deutschen Maschinenbauer und ich habe mir einfach die kompletten Bestellungen angeguckt, die in der Vergangenheit so passiert sind. Und dann habe ich mit der Zeit, habe ich einfach auf die Verteilungen draufgeschaut. Das ist das, was man als Data Scientist immer als erstes macht. Man plottet sich erstmal ganz viele Verteilungen, schaut drauf und guckt ganz einfach mit dem menschlichen Auge drauf, okay, was sieht da komisch aus? Und dann ist mir aufgefallen, dass es dass gut die Hälfte aller Bestellungen in der Vergangenheit sich auf eine ganz, ganz seltsame Art und Weise verhalten haben. Die hatten irgendwie Wiederbeschaffungszeit von einem Tag und dann streckenweise negative Ist-Lieferzeiten und. Und dann habe ich halt drauf geguckt und habe halt dann vor allen Dingen in Interaktion mit dem Kunden dann festgestellt, ja okay, das sind eigentlich Kanban-Bestellungen, die funktionieren gar nicht wie echte Bestellungen. Das ist nicht wirklich so, dass ich irgendwo einen Lieferanten angerufen habe und gesagt habe, guten Tag, ich hätte gerne folgendes Teil, sondern die haben sich einfach komplett anders verhalten. Das ist im Allgemeinen ein sehr interaktiver und auch iterativer Prozess mit dem Kunden, wo ich halt drauf gucke, zuerst den Kunden frage, okay, welchen Teil der Daten darf und soll ich mir denn anschauen? Gibt es da vielleicht irgendwas, was ich von vornherein ausschließen muss? Und wenn ich dann irgendwelche Auffälligkeiten in den Daten finde, dann stelle ich quasi Rückfragen und näher mich so dem sauberen Datensatz, in Anführungszeichen. Okay. Also das ist immer auch ein kooperativer Prozess. Absolut. Also das heißt, es ist nicht so, dass ich einfach nur sagen kann, hier Björn, hast du gesagt Daten, kannst du übermorgen wiederkommen und mir meine mathematischen Modelle präsentieren, sondern man bewegt sich dann im Prinzip miteinander auf eine Grunddatenmenge zu und dann fängt man an mit den entsprechenden, wir haben es jetzt hier Machine Learning genannt, aber halt im Prinzip mit der Mathematik beziehungsweise mit der Programmierung dieser Algorithmen oder der Anwendung dieser Algorithmen. Korrekt. Okay, sehr gut. Das verstehe ich. Perfekt. Gut, okay. Was heißt das jetzt für unsere Kunden oder für die, die es werden wollen? Das sind, wenn ich jetzt heutzutage mich auf so ein Machine Learning-Projekt einlassen will, ja, ich habe das Gefühl oder auch vielleicht ein gutes Verständnis, weil ich halt heutzutage schon BI oder irgendwie Advanced Analytics mache, ja, und mich dann so ein bisschen in die Richtung Predictive Analytics, ja, also der Vorhersage unterschiedlicher Werte oder auch vielleicht sogar eine Optimierung oder Prescriptive Analytics, ja, also was soll ich machen, damit es in Zukunft besser wird, nähern möchte, wie gehe ich damit um? Im einfachsten Fall einfach nachfragen, also uns fragen im Zweifelsfall. Es ist so, man muss evaluieren, ob die Idee gut ist, ob die funktioniert und ob man auch die Daten dafür hat. Das machen wir im Allgemeinen so, dass wir uns erstmal einfach nur für einen halben Tag mit dem Kunden zusammensetzen und darüber reden, was soll gemacht werden und ist zumindest auf einer theoretischen Ebene, sind die Daten da? Ist alles da, was man braucht? Ist das verknüpfbar? Liegt das eventuell in unterschiedlichen Konzernteilen und so weiter und so weiter? Um dann in der zweiten Stufe einfach mal
in die Daten reinzugucken und zu gucken, okay, das, was wir uns theoretisch vorgestellt haben, ist das auch in der Praxis da. Also ganz konkretes Beispiel, in der Theorie hatten wir uns vorgestellt, alle Sensorwerte sind für die Vergangenheit schön da. In der Praxis haben wir dann aber gesehen, da sind große Lücken in den Sensorwerten. Das findet man meistens erst raus, wenn man in die Daten reinguckt, vor allen Dingen, weil viele Entscheider auch oft glauben, dass die Daten für die Historie perfekt da sind, nur um dann festzustellen, dass es halt dann doch nicht unbedingt so ist. Okay, das heißt, im Vorfeld für so ein Machine Learning Projekt, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich die Daten in der Qualität habe, die ich brauche, um so ein Projekt durchzuführen, würde ich so eine Art Analytics-Projekt oder BI-Projekt machen. Ja. Viele unserer Kunden und auch der Teilnehmer, die jetzt heute mit dabei sind, haben ja in irgendeiner Form schon Business Intelligence. Manche nutzen Qlik oder haben Qlik mit uns gemeinsam eingeführt. Das heißt, sowas kann auch helfen, um sich dann beispielsweise mal ein Bild von den Daten zu machen. Also weil damit kann man ja dann relativ gut auch Daten schon strukturieren oder muss Daten strukturieren, wenn man sie dann halt entsprechend interpretieren will. Ja, absolut. Also da passt tatsächlich mehr oder weniger zufällig in dem Fall die nächste Folie gut zu. Ich habe da auf der nächsten Folie hatte ich die Machine Learning Pipeline quasi einmal mitgebracht. Das die Schritte, durch die man zumindest ganz grob laufen muss, um so ein Machine Learning Projekt durchzuführen. Also das fängt damit an, dass man die Daten überhaupt erstmal aus den Quellsystemen holt, dass man versteht, was dahinter steckt, dass man das transformiert, dass man das quasi säubert, dass man da einfach mal die ganzen Outlier und die ganzen Bestellungen, die nicht dazugehören, zum Beispiel einfach rauswirft. Und dann fängt man halt langsam erst mit dem eigentlichen Machine Learning Part an und fängt an, die Informationen anzureichern, fängt an, sie zum Beispiel zu normalisieren oder zu transformieren, so wie man das im Pre-Processing im Machine Learning macht. Kommt dann erst mit den richtigen Machine Learning Algorithmen und am Ende evaluiert man. So, das, was du jetzt gerade angesprochen hattest, oder was vor allen Dingen auch die ganzen BI-Anwender, die jetzt gerade dabei sind, recht gut erkennen können, ist die erste Hälfte davon. Das ist alles das, was man in einem Business Intelligence Projekt macht. Man muss auch da die Daten überhaupt erstmal aus den Quellsystemen rausholen. Man muss verstehen, was dahinter steckt, was für eine Struktur dahinter steckt. Man muss die konsolidieren, man muss die säubern, damit zum Beispiel ordentliche KPIs dabei rauskommen. Das ist im Grunde genommen alles Aufwand, der geteilt ist. Also, okay. Das heißt, wenn ich jetzt heute schon ein Business Intelligence Kunde bin und erhebe diese Daten und schaue mir die an, dann habe ich eigentlich die ersten Schritte in Richtung künstliche Intelligenz oder Machine Learning schon hinter mir. Ja, extrem viele von den Schritten. Unter der Voraussetzung natürlich, dass man auf denselben Daten unterwegs ist, die man hinterher für das Machine Learning Projekt eigentlich bräuchte. Aber wenn die Datenbasis quasi geteilt ist, dann hat man extrem viele von den extrem steinigen Schritten schon hinter sich. Okay, gut. Das klingt doch eigentlich super positiv. Also ich meine, du hast es gerade eben schon mal vorweggegriffen, auch für Sie jetzt im Publikum, wenn man das so nennen kann bei einem Webinar. Wichtig ist, wenn Sie eine Idee haben oder wenn Sie in irgendeiner Form glauben, dass das, was Sie jetzt heute gesehen haben oder gehört haben, für Sie relevant oder interessant sein könnte. Ja, sprechen Sie uns an. Sie haben unsere Kontaktinformationen auf der nächsten Folie. Wichtig dabei ist nur, nicht abschrecken lassen von den Voraussetzungen, in Anführungszeichen, die wir jetzt in Richtung Datenqualität und Datenvolumen gesetzt haben. Lieber einmal mehr nachfragen, ob das vielleicht passen kann, ob da vielleicht Ideen entstehen oder man hat selbst eine Idee und kommt damit auf uns zu. Wir haben extrem viele Projekte einfach auch nur umgesetzt aus dem Bauchgefühl eines Kunden her. Der meinte, da muss doch irgendwie was drinstecken, woraus dann auch unglaublicher operativer Mehrwert für die jeweiligen Unternehmen entstanden ist. Dann danke ich und Herr Heinen, um mal wieder beim Sie zu bleiben, sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute Morgen. Wir haben ein paar Fragen geschickt bekommen, auf die gehen wir gleich ein. Wir fangen mal oben an. Einer der Zuschauer wollte wissen, Sie modellieren ja wahrscheinlich nicht den Einfluss jeden einzelnen Faktors oder Parameters oder Features, hatten wir die im Laufe des Webinars auch schon mal genannt, Björn. Modellieren wir nicht jeden Einfluss? Also die Frage war, wie verarbeiten wir denn die enormen Datenmengen, weil wir modellieren ja vermutlich nicht den jeweiligen Einfluss von jedem einzelnen Faktor. Nee, machen wir nicht. Man muss dazu sagen, für Machine Learning sind die Datenmengen, über die ich hier in den Beispielen gesprochen habe, tatsächlich eher klein. Es ist so, das Modell abstrahiert quasi auf einer statistischen Ebene. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, Sie kennen das noch aus der Schule, Sie machen eine lineare Regression, da schauen Sie ganz einfach an, okay, zwischen den Datenpunkten, die wir haben, was ist der Strich, der quasi am besten da durchpasst? Das war auch eben das Beispiel von dem Aviation-Beispiel, wo ich den Zusammenhang zwischen
Anzahl Passagiere und Boardingzeiten berechnet habe. Was wir da machen, ist eben nicht jeden Faktor einzeln anschauen und dann irgendwie manuell modellieren, sondern wir legen diese Regressionskurve einfach durch die Daten, die wir in der Vergangenheit haben, durch und abstrahieren auf die Art und Weise statistisch. Okay, aber ich glaube, die Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung Ungläubigkeit, dass man halt sehr, sehr, sehr viele Features gleichzeitig modellieren und betrachten kann. Also, dass man jetzt nicht nur den Einfluss von einer Handvoll, sondern vielleicht auch von vielen, vielen Features dann beispielsweise gleichzeitig betrachtet, um so ein Regressionsmodell abzubilden. Und soweit ich weiß, ist das ja durchaus möglich, insofern die Anzahl der Training-Data, also wie viele Zeilen ich benutze, zum Trainieren in einem gewissen Verhältnis zu der Anzahl der Features steht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt 7 verschiedene Parameter wie Wetter, Uhrzeit, Fahrrad das Brötchen fallen lassen, gegen 6 Zeilen trainieren möchte, dann ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn ich einen sehr, sehr, sehr großen Datensatz habe, der aber auch sehr, sehr breit ist. Ja, korrekt. Absolut richtig. Okay, aber das heißt auch, es spielt eigentlich keine große Rolle. Ein Teil dieser Vorbereitung oder des Machine Learning Projekts selbst ist ja dieses Feature Engineering zu entscheiden, welche dieser Parameter man in der Modellbildung berücksichtigt und welche nicht. Korrekt. Genau. Dann haben wir noch eine weitere Frage, die schlägt so ein bisschen in dein Lieblingsthema. Welches Tool nutzen Sie zum Machine Learning oder um Machine Learning zu betreiben? Und danach auch angeschlossen die Frage, ist das im Klick möglich? Auch genau. Vom selben Zuschauer. Um ehrlich zu sein, ich bin flexibel. Also mein Standardausgangspunkt ist immer Python und dann alle Packages, die man da dann benutzen kann, sei das jetzt sklearn oder H2O oder TensorFlow oder Keras, da gibt es ja wirklich extrem, extrem viel. Die Frage, ist das im Klick möglich? Jein. Also das, was ich eben angedeutet hatte, dass man sich ja sehr, sehr viel von dem Aufwand teilt quasi, vor allen Dingen, was die Datenvorbereitung angeht. Da kann man, also einer der Prozessflows, die wir sehr, sehr gerne verfolgen, ist, dass man im Grunde genommen die komplette ETL, die kompletten ETL-Schritte, die komplette Datentransformation, Extraktion und so weiter und so weiter, die ganze Konsolidierung in Klick macht, die Daten quasi in Klick so weit vorbereitet, dass man danach Machine Learning machen kann. Und dann bietet Klick recht viele Möglichkeiten, das quasi an ein Python-Modul oder eine API oder sonst was abzugeben. Verzeihung. Zum Beispiel über die Server-Side-Extension, über einen direkten API-Call von mir aus, über einen einfachen CSV-Dump auf die Festplatte. Dann kommt quasi die Machine Learning-Show, berechnet die Vorhersagen, berechnet das Clustering, berechnet die Regressionsfunktion, was auch immer, und reicht die Ergebnisse zurück an Klick. Das ist nämlich vielleicht auch was ganz Wichtiges. Aus einem Machine Learning Modell kommen immer einfach nur Zahlen raus. Das ist für die meisten Leute, also die Zahlen beinhalten zwar einen gewissen Mehrwert, aber die sind nicht greifbar direkt. Wenn die direkt in die Planung mit einfließen, zum Beispiel am Flughafen, dann ist das schön und gut, die Planung wird dadurch präziser. Aber wenn wir zum Beispiel bei den Wiederbeschaffungszeiten für Maschinenbau sind, wo der Lieferant halt entweder lügt oder nicht, dann möchten die Leute natürlich auch wissen, okay, bei welchen Bestellungen brennt es denn gerade? Wo sagt denn das Machine Learning Modell gerade vorher, wo die größten Abweichungen sind und so weiter und so weiter? Was wir da ganz gerne machen, ist dann quasi zuerst BI mit der kompletten Datenextraktion, dann AI oder Machine Learning oder wie auch immer es heute heißt, wo wir die Vorhersagen drin berechnen und dann nochmal BI, wo wir eine Auswertung darüber fahren. Okay, wie sehen denn die Vorhersagen aus? Wie verhalten sich meine Lieferanten und so weiter und so weiter? Okay, ich fasse das mal kurz zusammen für das Thema jetzt. Klick beispielsweise gäbe es dann zwei Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich benutze entweder diese Server-Side oder Analytics-Connection auf dem Server oder geht, glaube ich, sogar in Desktop, ich weiß es nicht genau. Geht, ja. Um im Prinzip so einen Mechanismus direkt an mein Datenmodell zu hängen und dann kann ich Selektionen machen und Dinge anklicken und dann rechnet mir das System irgendwelche Zahlen aus und die tauchen dann auch direkt in meiner Klickanwendung in der Tabelle auf oder sowas und dann hätte ich für ein einfacheres Modell Vorhersagewerte. Ja, die Alternative, das, was wir gerade eben noch hinterhergeworfen haben, ist, man kann das Ergebnis dieser Machine Learning Berechnung, was ja nur Zahlen sind, auch als Datenquelle wieder im Klick verwenden. Das heißt, ich kann dann im Prinzip diese Ergebnisse, vor allem für diese Outlier Detection und diese Unsupervised Learning-Themen ist das interessant, wieder mit in das ursprüngliche Datenmodell integrieren, um dann beispielsweise bestimmte Punkte in meinen Diagrammen zu markieren, die das System als merkwürdig, um das Wort mal zu verwenden, erkannt hat, dann entsprechend auch hervorzuheben. Ja, also das heißt, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, das mit Klick direkt zu machen. In Klick ist
Stand heute noch keine künstliche Intelligenz, die mir auf den Daten operiert, um Vorhersagewerte zu treffen, mit integriert. Das schließt auch so ein bisschen, glaube ich, an diese, welches Tool benutzen Sie, Frage an, weil es gibt ja Tools, wie beispielsweise in anderen Business Intelligence Lösungen ist es teilweise relativ rudimentär mit integriert, oder dann gibt es auch solche Anwendungen wie Data Robot beispielsweise, die ja einfach nur Daten nehmen und mir dann erzählen, sie würden automatisch irgendwelche Modelle bauen und mir die dann zur Verfügung stellen, um damit Vorhersagewerte zu treffen. Vielleicht geht die Frage auch ein bisschen in die Richtung, welche dieser, wie nennt man sie, Auto-Machine Learning, Auto-ML-Tools man verwenden kann. Was ist denn deine Meinung dazu? Man kann davon viele verwenden. Das kommt allerdings meistens mit relativ großen Haken. Insbesondere ist der große Haken, diese Machine Learning Tools sind schön und gut, um irgendein Machine Learning Modell zu berechnen und zu finden, was gut funktioniert auf den Daten, die man hat. Aber den Aufwand, die Daten in das Format zu bringen, hat man dann immer noch. Ja, also die ganze Datenvorbereitung, Datencleaning, dass da irgendein Mensch drauf guckt und feststellt, oh, das sind ja alles Kanban-Bestellungen, das muss halt trotzdem passieren und das wird halt ein Algorithmus niemals hinbekommen. Okay, also das heißt ja auch, wir haben das ja auch vorhin auf dieser Slide mit der Verteilung der Arbeit auf so einem Machine Learning-Projekt gesehen, die Arbeit, einfach nur den richtigen Algorithmus rauszuwählen, der mir den richtigen Vorhersagewert liefert, also oder den präzisesten Vorhersagewert, das ist eigentlich gar nicht die eigentliche Essenz, sondern mehr so die Datenvorbereitung und die Interaktion und die Möglichkeit halt entsprechend eine Systematik zu entwickeln, wie die Daten im eigenen Unternehmen in eine Form gebracht werden, die von einem solchen Algorithmus dann verarbeitet werden können. Ja, korrekt. Okay, gut, perfekt. Ich sehe, dass es keine weiteren Fragen gibt, wenn noch welche im Nachgang aufkommen sollten. Wie gesagt, auf der linken Seite sehen Sie unsere E-Mail-Adressen, schicken Sie uns einfach eine Nachricht, wenn das Thema Sie interessiert, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Was uns noch wichtig wäre entsprechendes Feedback in Richtung, ob das Format jetzt mit diesem Dialog, den wir hier geführt haben, für Sie interessant ist und vor allem auch, ob Sie daran interessiert wären, noch mal ein bisschen genauer hinter die Mechaniken, hinter diesen unterschiedlichen Prinzipien, die wir heute gesehen haben, wie Regression, Clustering, Klassifikation und beispielsweise dieser Outlier Detection, ob das für Sie interessant ist. Weil dann würden wir gerne eine Webinarreihe draus machen, in der wir auf diese unterschiedlichen Mechanismen und die Verwendungsfälle dann in echten Business Cases noch mal etwas genauer eingehen. Wie gesagt, da würden wir uns über Feedback freuen. Ansonsten wäre es das von unserer Seite. Mir bleibt eigentlich nur noch mal Ihnen dafür zu danken, dass Sie uns heute Morgen Ihre Zeit geschenkt haben und Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Das gleiche auch von meiner Seite. Alles gut. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.